Hallo Andi, wir sind heute vom Vivantes Klinikum. Ja, da bin ich jetzt seit 2 Wochen stationär aufgenommen, weil ich eine Stresspsychose habe. Es geht darum, dass in den Raucherraum, wo wir rauchen dürfen, keine Tische unserer Station 86. Auf der 82, wo die Leute auch genauso rauchen dürfen, auch eine psychische Station ist, dürfen wir mit Stühlen und Tischen rauchen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich finde das also wirklich deprimierend. Anni, was haben Sie als Begründung gesagt, dass bei euch der Raucherraum so aussieht? Die anderen Räume sehen genauso aus. Und du hast jetzt herausgefunden, dass zum Beispiel in der Station 82 es gar nicht so ist, sondern ganz anders. Ganz anders, genau. Und dass das alles genauso werden soll, dass die anderen Stationen genauso ausgebessert wird. Aber es passiert nichts. Es bleibt so, wie es ist, weil die anderen das nicht möchten. Wer jetzt? Die Ärzte, Pfleger oder Patienten? Vivantes. Wir stehen vor Vivantes. Das ist das Ungerechte, was ich nicht einsehe. Gut. Und wie ist es mit der Tagesbeschäftigung? Ach, die sind ganz lustig. Man macht in dem Sinne, man kann Klavier spielen, Orgel spielen, also Musiktherapie, Psychotherapie. Also man kommt wieder zur Ruhe, aber man wird einfach nicht gesund, wenn man irgendwelchen Stress ausgesetzt ist, wie zum Beispiel den Raucher.